Ja, da unten links parallel läuft die Straße jetzt. Das hatte ich sonst den ganzen Tag nicht. Eingezäunt. Der Zaun ist locker 2,50 Meter hoch, ringsrum. Das ist schon krass. So 70. Das ist ja was. Lange nichts entgegengekommen. Das war ein Abschlepper. LKW.
halt zu Hause, habe noch eine Woche Urlaub, kann mich dann erstmal um den Hund kümmern, mache es raus mit dem, mittags, abends. Ein, zwei Lampen über den Schrauben, Vorhänge. Oh. Egal, habe ich dir versprochen. Verdammt. Das muss gerade sein. Du kannst nicht ab, wenn der Dienststand irgendwie krumm hängt, so ein bisschen. Und ich weiß, dass es ein bisschen schief ist. Das geht gar nicht. Du hast ihn unter der Decke hängen und guckst vom Weiten drauf und siehst, dass rechts Zentimeter oder halb Zentimeter etwas tiefer ist. Und das ist jetzt im Vergleich die Dachkante sozusagen. Als Parallelvergleich. Boah. Wenn da was schief ist, dann nee, kann ich nicht ab. Anderen ist das egal. Alter Schwede. Geile Kurve. Ionity, Norwegen, 16 Cent die Kilowattstunde, 16. Ich habe jedes Mal vollgehauen, war mir so egal. Also würde Dave hier wohnen, würde den ganzen Tag nur im Auto sitzen. Dann geht gar nichts mehr anderes. Dann ist das Thema durch mit Arbeiten oder was auch immer. Rumfahren. 16 Cent, ja. Das ist noch mehr als die Hälfte, was du bei Elli in Deutschland bezahlst an Ionity. Da liegst du bei 35. Die ist also nochmal 3 Cent trotzdem drunter. Oh Mann, ey. Naja, ich bin mal gespannt, wenn ich dann ausrechne, was ich an Strom verbraucht habe. Geldmäßig. Jo. Wäre ich nun mal die Strecke gefahren über Norwegen, wie ich es getan habe, und dann über Schweden komplett zurück, also die kürzere Variante, lege ich wahrscheinlich so bei knapp 300 Euro vielleicht oder weniger. Aber jetzt hier sind ja nur mal ein paar Kilometer mehr dazu gekommen. Und dann kommst du über den Buckel rüber und dann das. Scania, guck an. Hätte ich auch gern. Ja, die Buckel sind ja anders, da musst du tatsächlich abbremsen. In Norwegen, da waren die mehr so rund. Die haben es dir verziehen, wenn du einen Tick schneller auch gefahren bist. Aber da? Könnte wehtun. Und was auffällt in Schweden und Norwegen? Viele einzelne Häuser. Genau, hier mit 50, weil ich bin mit 30 gerade drüber gefahren. Also, nee. Das
Das hätte aber gescheppert, ja. Mit 50. Nee, nee. So, weiter geht's wieder. Raus aus dem Ort. Dingel in 6 Kilometern. Wer kennt Dingel nicht? Übernächste Woche Montag geht der Alltag wieder los. Dann wieder schön die Gleichgültigkeitsphase einschalten, sobald die Zündschlüssel umdrehe. Mir doch egal. Anders geht es ja gar nicht mehr. Zu fahren oder so, oder in Schweden mit dem LKW, könnte ich mich da gewöhnen. Vor allem die Bezahlung ist natürlich ganz genial. Die lachen uns aus in Deutschland. Was für Geld wir durch die Gegend kutschieren. Die lachen sich tot. Bei den Norwegen, Schweden, genauso wie in Holland oder so. Italien, in jedem anderen Land haben die Leute begriffen, dass die Leute, die mit dem LKW da rumeiern, ziemlich wichtig sind. Und hier in Deutschland bei uns bist du nur ein Hindernis. Das allerdings erst seit ein paar Jahren. Ja, je weiter die Grenzen nach Osten geöffnet wurden, sag ich mal. Naja, anderes Thema. So. Da bin ich an einem Haus vorbeigekommen. Vorbeigekommen an so einem Fjord. Ja, ein geiles Haus direkt an der Klippe stehen sozusagen. Und neben der Garage. Na, guck, was da steht. Alter, reflektiert das geil. Polizei. Hatte da direkt neben der Garage sein eigenes Observatorium stehen. So eine runde Kuppel. Ich dachte mir, das ist genial. Wenn du Langeweile hast, gehst du da rein, gibst du Bier dazu und klotzt da den Himmel rein. Mann, Mann, Mann. Oder konnte das da hinstellen, weil es ist da auch dunkel. Über zwei Häuser noch. Aber irgendwann, ich sehe es ja hier. Ach, ein Meter. Ich muss jetzt meine Frau nur überzeugen, hier auch mal mit hochzufahren. Aber dann wohl mal im Sommer, wenn es warm ist. Ich hatte letztens auch eben gesprochen. Die sagten, die waren vor 2 Jahren hier oben im Sommer, die hatten 26 Grad da oben. Also nicht ganz oben, aber relativ weit oben. 26 Grad. Aber ich glaube, das war auch der Sommer, wo es bei uns auch so heiß war. Die extreme Hitze. Das mit dem Weltbrand oder sowas. So
auch Ladesäulen. Boah, konnte ich nichts erkennen. Also, sollte Typ 2 sein, da hängt Kabel fest dran. Wenn ich da jetzt Bock drauf habe, Zeit, dann würde ich das ja machen. Aber 70. Raus, Göteborg, Udewaller, Munkedal, rechts raus. Und hier geht's nach Häbi. Habi, wie auch immer.
schon komisch zu wissen, dass man bald wieder zu Hause ist. Und wie ich es mir gedacht habe, ab dem Zeitpunkt, wo ich vom Nordkap wieder weggefahren bin, war dann irgendwie so eine komische Leere. Wo ich wusste, da kommen noch geile Sachen. Als ich dann durch Schweden durchgefahren bin, vorher durch Finnland, dachte ich mir, nee, irgendwie, guckt auf den Tacho, ist doch erst Samstagabend oder sowas, Sonntag. Nee, da habe ich gedacht, Alter, fahr doch nochmal in Trottheim rüber. Irgendwie hatte ich da noch keine Lust, irgendwie nach Hause zu fahren in die Richtung. Das war so ein bisschen, ich will noch nicht. So quer rüberfahren einfach. 500 Kilometer oder so. Und was mich richtig geärgert hat, war was ganz anderes eigentlich noch. Die Tour zu dem Weihnachtsmann-Dorf, was so in die Hose gegangen ist. So, jetzt muss ich gucken, ich muss hier lang. Blödsinn, was ist jetzt los? Ach du Scheiße, ich fahr gerade komplett verkehrt durch den Kreise, Alter. Alter! Lalalalala. Scheiße. Das, dieser Pfeil da eben. Ich muss so dreifach rum. Ja, guck mal, das geht doch hier ganz einfach. Alter, so doof, um durch den Kreise zu fahren. Also das muss ich mir mal merken. Ja, kannst du das alle mal aufschreiben? Den Zeitstempel dafür. 1 Stunde 4 Minuten. Das muss ich mir merken. Boah, verdammt. Ich habe gerade Dave gemacht. Leck mich am Arsch. Ah ja, Weihnachtsmanndorf. An der letzten Ladestation dachte ich mir, guckst du mal, was da so ist. Google da. Und dann steht da als erstes, kriegst du diese Auflistung ganz oben. Anrufen, Rezession und dieser ganzen Webseite. Und dann bis weiter unten steht dann geschlossen. Ich dachte mir, hä? Wie geschlossen? Das ist doch ein Dorf, wo die Einwohner das einfach alles sozusagen hängen lassen und das immer weiter ausgebaut haben in ihrem Weihnachtsgelände. Nee, das ist sowas wie ein Park oder sowas, so ein Freizeitding. Boah, nee. Ja, das war hart. Ja, das war ein Weg von, weiß ich, 250 Kilometern mal kurz. Einen kleinen Bogen gemacht. Egal. So fast. Schade. Ich hätte es gerne gesehen irgendwie. Um 17 Uhr haben die zugemacht. Dann bin ich da lang gekommen gegen 21 Uhr. Ich hätte eine Kneipe noch aufgehabt. Was soll ich denn in der Kneipe?
gesagt, ist eigentlich geplant, dass Sizilien. Ich muss meine Frau in den Hintern treten, dass sie endlich Urlaub beantragt. Weil ihre anderen Chefin für sie braucht sie ja keinen, muss ihren Kunden Bescheid sagen, dass er nicht da ist. Ich hatte jetzt zwei Angestellte. Der eine hat endlich auch einen PKW. Da geht dann schon ein bisschen was. Ja, Personal ist schwer zu finden. Vor Aufträgen nicht retten, muss so vielen Leuten absagen. Das kann so eine Firma kaputt machen. Die sind alle in der Warteliste, warten alle auf den Rückruf, passiert nichts. Also hätte sie eine Internetseite, da würde er in den Kommentaren stehen, die meldet sich nie und hier und da unzuverlässig, bla bla bla. Wollen lassen, Segel. Meter noch, 148 Rest. Und wie gesagt, die nächste Säule ist wieder Ionity. Oder werde ich das Ding wieder vollhauen? Und dann komischerweise vorne wieder bei 90-93% mit 22-24 kW noch geladen. Als wenn nichts wäre. Verstehe ich nicht. Aber er ist wie gesagt wieder bei 72 von knapp 67, 68 kW runtergefallen auf 56. Also, naja, wird sich aber klären, hoffe ich. Wenn ich zu Hause bin, Termin machen, Batterie auslesen lassen. Unten im Land.
sofern ich noch nie benutzt. Beim Auto noch nie. Mit keinem anderen Auto. Und hier. Ist das irritierend, wenn die Autos von da oben kommen? Wenn ich mit der Straße durchlaufe. Was fahren die denn so langsam? Ich habe erst zwei Züge gesehen. Und der Ulrich plant eventuell nach Montenegro zu fahren mit seinem Auto. Das ist auch so einer, den man aus dem Auto rausschneiden muss. Also ich kann es jedem nur raten, solche Touren zu machen, egal wohin, lang und fahren. Ich bin jetzt 51 und ärgere mich, dass ich hier schon 10, 20 Jahre früher gemacht habe. Ein Verbrenner eben halt. Und ich fahre mit dem Wagen hier fast schon doppelt so viel wie mit dem Verbrenner. Da bin ich auch schon viel gefahren. Und das hier setzt ja nochmal an die Krone auf. Mit dem Auto. Ich hatte nur zwei Autos, wo ich genauso umheizt bin, sag ich mal. Das waren die beiden Seats. Seat Leon, als er auf den Markt kam. Einmal der Topsport, der jetzt Cupra heißt. Danach. Das heißt ja, ist ja Cupra die eigene Eigenmarke da. Einmal hatte ich den als Benziner. Seat Leon Topsport 20 VT, 180 PS aus 1,8 Liter Turbo aufgeladen. Da muss man sich mal gerade überlegen. 180 PS aus genau 1,8 Litern. Es gibt nur ein Auto, wo das genauso passt. Und das ist die Dodge Viper. Die Literzahl irgendwie passt zu den PS oder was, Corvette, oh Gott, ich weiß nicht mehr genau. Gibt es nur ein Auto, was genau eben auch das